Der Zonar-Mikrofon mit den Fokus-Training-Aufgaben und wir legen direkt mal los mit der ersten Aufgabe. Und zwar braucht ihr hier einmal für die Jindu Jun und das Kamehameha. Ihr könnt es hier entweder bei Bulma kaufen, die hat es hier ganz bequem für 250 Gold das Stück parat. Ansonsten könnt ihr das natürlich auch in den Kapseln finden, die müsst ihr euch allerdings hier auf der Map holen, kurz auflesen und dann könnt ihr auch diese zwei bekommen. So, und jetzt brauchen wir eigentlich nur noch einen Gegner und alles, was wir dann machen, ist, wir gehen auf unsere Jindu Jun bzw. auf die Wolke, sehe jetzt hier hinten, okay, hinten ist ein Gegner, fliege hoch und dann lande ich kurz auf meiner Wolke und jetzt bin ich schon bereit, drücke auf Kamehameha. Und muss jetzt einfach nur einen Hit landen, egal wie viel Schaden. Hauptsache es ist ein gegnerischer Spieler. Lasst euch in der Luft nicht abschießen, dann habt ihr auch diese Challenge geschafft. Ich fand eigentlich, das war somit die schwerste von den Fokus-Training-Aufgaben. Aber weiter geht's. Bei der nächsten Aufgabe solltet ihr nämlich mit einem Zielfernrohr Schaden machen. Das Ganze aus 75 Metern. Am besten markiert ihr euch das immer wieder, um zu sehen, wo ihr denn steht. Das funktioniert natürlich einmal hier mit der DMR, weil hier habt ihr natürlich ein fettes Zielfernrohr drauf. Ihr könnt das natürlich auch viel einfacher machen. Und zwar, ihr nehmt einfach das Sturmgewehr, die AUG. Die hat ja auch oben drauf solch ein Zielfernrohr markiert. Auf jeden Fall müsst ihr damit Spieler treffen, 75 Meter oder mehr, und dann habt ihr auch diese Challenge geschafft. Dann sollt ihr außerdem neben diesen Entfernungsschüssen auch noch mit den Zielfernrohren Kopfschüsse machen. Das könnt ihr aber auch bei Gegnern machen. Deswegen sammelt am besten ein Sturmgewehr oder ein solches Snipergewehr oder irgendeine Waffe mit Zielfernrohr auf. Landet da, wo Darth Vader in der Nähe ist, sammelt diese Waffen und dann verpasst ihr ihm ordentlich ein paar Headshots. Beziehungsweise könnt ihr es natürlich auch bei seinen Star-Troopern machen oder bei gegnerischen Spielern und dann habt ihr das Ganze ruckzuck voll. Dann schnappt ihr euch einen solchen Greifarm und dort schwingt ihr euch einmal durch die Bäume, am besten ohne dazwischen zu landen. Hier, zack, dann immer ganz schnell smashen, dann bleibt ihr auch nicht am Boden kleben. Immer am besten nach oben ziehen und schon seht ihr hier links. Ich habe mich hier fünfmal geschwungen. So, für die nächste Aufgabe sollt ihr innerhalb von 3 Sekunden nach dem Landen blaue Gegenstände aufnehmen. Dazu zählen natürlich auch Zelte. Ihr seht es hier, das wird jetzt gleich hier oben links eingeblendet. Zack. Und das Ganze müsst ihr dreimal machen. Am besten, wie gesagt, einfach aus dem Battlebus raus, guckt, wo was Blaues rumliegt und direkt dort landen. Das kurz aufnehmen ist, zählen sowohl Waffen als auch hier wie Zelte oder Impulsgranaten. Weiter geht's mit Challenge Number 6 und zwar sollen wir hier mit dem Auto einfach auf dem Asphalt fahren. Ich bin jetzt hier bei Chonker Speedway losgefahren. Hier, das ist jetzt nicht so eine klassische Straße, aber die zählt auch. Genau wie hier die Straße, dort fahrt ihr einfach 750 Meter und schon habt ihr alles geschafft. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Falls ja, lasst mir gerne ein Like da. Wenn ihr neu seid, droppt ein Abo. Wir sehen uns in anderen Videos, Challenges, Tricks, Trips und Leaks. Bis dahin, meine Freunde, haut rein.